Der Kommandant möchte uns sprechen. Du musst uns helfen, damit unser Reich noch ein bisschen wächst. Sicher, wir haben es weit gebracht im Vergleich zu früher, als wir nur unseren Heimatplaneten hatten, aber nicht weit genug. Da draußen gibt es jede Menge anderer Spezies und jede davon will ein kleines Stück der Galaxis für sich. Wir müssen uns ein ordentliches Stück sichern, bevor wir überrannt werden. Das stimmt natürlich. Herzlich willkommen zurück zu Spore natürlich, für an euch, liebe Friends. Erzählt mir mehr darüber, das ist faszinierend. Es bleibt dir überlassen, wie du diese zusätzlichen Sternsysteme kolonierst. Sie auf unbewohnten Planeten zu errichten, funktioniert natürlich immer. Aber dabei könntest du dir auffallen, dass es gar nicht so viele geeignete Planeten gibt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, andere reichen Systeme wegzunehmen. Entweder mit Gewalt oder durch Handelsrouten mit Verbündeten, dann kannst du sie natürlich kaufen. Da nichts wie los. Großartig! Unser unmittelbares Ziel ist es, Kolonien in 7 verschiedenen Sternsystemen zu haben. Eine Sache könnte dabei noch wichtig sein. Unsere Strategen haben die Struktur anderer Reiche analysiert. Es gibt noch keine Ergebnisse, aber die Daten deuten definitiv auf etwas ganz Bestimmtes hin. Das Zentrum der Galaxis. Unser Ziel am Ende wahrscheinlich. Und jetzt zisch ab und vergrößere unser Reich auf 7 Sternsysteme und nimm Sterne, die näher am Zentrum der Galaxis liegen. Wenn dort etwas ist, müssen wir früher oder später genaueres darüber erfahren. Okay. Was haben wir schon alles nachgeguckt? Alles Klärchen. Okay, wir müssen nur noch 2 Sternsysteme kolonieren. Das ist nicht viel. Das Malerreich funkt uns wieder an. Der will immer 200.000. Leck mich doch einfach. Was willst du eigentlich von mir? Okay, wir haben auch schon ein paar Interessenten, die gerne verkaufen würden. Also zum Beispiel so ein Sternsystem ist natürlich sehr interessant. Ah ne, das habe ich jetzt. Das hier wäre zum Beispiel interessant, aber da ist schon eine intelligente Spezies drauf, leider. Okay, er möchte, dass wir ein bisschen weiterreisen. Und ich würde sagen, das können wir auch gerne tun. Wir haben leider nicht so viel Geld. Ich fliege nochmal kurz unsere Kolonien ab. Feindliche UFOs greifen deine Verbündeten an. Ja, das machen wir gleich. Wir holen uns noch ein bisschen Geld, dass wir uns dann auch ein bisschen finanzieren können auf der Reise. Aber die Idee, dass wir ein bisschen näher in die Mitte der Galaxis kommen, finde ich sehr, sehr, sehr gut. So. Okay, wo wird denn hier angegriffen gerade? Ah, okay. Wir kommen schnell. So schnell es geht, kommen wir. Das ist im Rubilbereich. Achso, die wollen ihr System verkaufen. Alles klar, erstmal gehen wir hier hin. Und flop. Schlagen natürlich die bösen, bösen Räubers zurück. Alter, sind das viele. Das muss man sich mal geben, wie viele das sind. Werden natürlich schon teilweise zurückgeschlagen. Alter Schwede. Yo, Zerstörung. Stark, Freunde, ihr seid richtig gut. Da hinten sind noch ein paar böse Pirates. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Zack. Ja, wir haben es geschafft. Das war... Du warst... Es war... Wow! Du warst großartig. Unser Dank ist dir sicher. Vielen Dank, vielen Dank. Kein Problem, kein Problem. No problems here. Wobei, ich wollte nochmal kurz gucken. Habt ihr ein Gewürzlager? Ihr habt da leider nicht. Nicht auf Vorrat zumindest. Schade. So, dann wollen wir mal schnell hier raus. Wum, 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 wum. Und wir... Ach stimmt, wir haben ja schon alles gemacht. Wie viel kriegen wir eigentlich bei unserem Heimatplaneten für unser Gewürz? Das würde mich mal interessieren. Hallo. Aufladen und das alles. Auch 26.000. Yo. Natürlich machen wir das. Das Gewürz können wir dann auch verkaufen. Warum nicht? 41.000 würde in der Theorie natürlich für alles reichen. Der hat grünes Gewürz. Grünes Gewürz ist auch sehr selten. Leider. Hallo. 14.000 geben die uns. Na, da ist das Bingfischreich doch schon am besten. Als Handelspartner. Wo ist es denn überhaupt? Das ist das Bingfischreich hier, ne? Müsste es zumindest sein. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Ach, guck mal. Guck mal, wer uns da so viel Geld geben möchte. Batz. Schön. Dann nehme ich auch gleich mal ein Koloniepaket mit. Falls wir irgendwo einen Planeten finden, der uns... Ja.
der uns gerne untertan sein möchte. Das klingt ein bisschen übertrieben. Aber die wollten ja überhaupt kein Lila-Gewürz, oder? Ich meine, die sind hier auf dem Planeten. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber zum Beispiel er hier. Der hier will doch bestimmt Lila-Gewürz haben. Oder? Sei gerührt, wegen Fischreich. Auch nicht. Ja gut, die haben natürlich auch schon einen Planeten damit. Wir fahren gleich los, keine Sorge. Geht gleich los. Wie sieht's mit dir hier aus? Ich möchte nur noch dieses eine Gewürz verkaufen und sonst fahren wir... Wenn wir jetzt nicht verkaufen wollen, dann... Oh doch. Okay, dann fahren wir los. Los geht's. Wo müssen wir entlang? Am besten, wir fahren so diesen Ring hier entlang. Das ist, denke ich, ein guter Plan. Fliegen wir los, Friends. Wir werden einiges sehen und einige Leute treffen. Ich fliege jetzt erstmal so ein bisschen wirr hier hin und her. Oh, neuen Titel kriegen wir. Wurmlochschlüssel. Oh, oh. Der Wurmlochschlüssel ist richtig stark. Den brauchen wir eigentlich. Erstmal einen neuen Titel. Glückwunsch, du wurdest befördert und trägst nun den Titel Berühmtheit. Wow. Das ist gut. Was ist? Du hast unsere Grenze übertreten. Sei froh, dass wir nicht schon im Krieg sind. Oh. Ja, die sind aber neutral. Okay. Die haben ein ziemlich gutes Sternsystem, möchte ich mal anmerken. Okay, einmal kurz rauszoomen. Ja, so sieht gut aus. Was ist das denn hier für ein Stern? Kenne ich noch gar nicht. Ach, ist wieder so eine Galaxie. Schick, schick. Das ist so ein Strudel, sage ich mal. Ein Galaxienstrudel. Ja, wir kommen schon recht gut voran, muss man sagen, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen dieser Straße folgen. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass wir dann irgendwann auch uns wieder voll tanken. Hallo, das sind Freunde. Seid gegrüßt. Dein Schiff steht nicht in unserer Datenbank. Ja, okay, es sind nochmal welche solche Leute. Handeln. Hier, zum Beispiel der Wohnungsschlüssel. Er ermöglicht es dir durch die Durchquerung schwarzer Löcher unbeschadet. Das ist richtig, richtig stark. Dauert, kostet aber richtig viel Geld natürlich. Laden wir mal auf bei euch. Und ja, denke, dann können wir auch weiter. Was ist? Reisender. Monolith und Kreaturenoptimator. Mhm. Cool. Ja, wir kommen gut voran. Auch was die Plaketten angeht. Oh, das wird jetzt schwer hier. Ich hoffe, das können wir schaffen. Aber wenn wir da drüben ankommen... Nee, shit. Gar nicht gut. Was ist da? Sei gegrüßt. Friedliche Anfragen werden auf höflichste Interesse stoßen. Hallo? Das Übergroßreich. Eigentümliche DNA-Struktur, kannst du sprechen? Ich gehöre zur Felus Gamma-Spezies. Ich komme in Frieden. Es ist mir eine Ehre. Mal gucken, die finden uns schon recht ansprechend. Die haben auch ziemlich viel zum Verkaufen. Kann man mal drüber nachdenken. Habt ihr Mission für uns? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Miele untersuchen wollten, wurde bei einem Piratenüberfall eliminiert. Wurdest du an deren Stelle den Planeten untersuchen? Natürlich würde ich das. Danke für deine Mitarbeit. No problem. Warte, wir sollen unsere Freunde hier untersuchen? Ja, okay, wir sollen die ja nur untersuchen. Also, das ist ja jetzt kein Verbrechen. Wir sollen alles untersuchen. Okay, Freunde, macht euch schon mal auf einen langweiligen Part. Könnt ihr euch auch schon mal einstellen. Denn dieses ganze Abtasten von den Sachen hier dauert immer ewig. Außer ich habe Glück und finde jetzt auf Anhieb alles. Wovon ich mal nicht ausgehen würde. So, ein paar Sachen haben wir schon gefunden. Aber beileibe natürlich noch nicht alles. Oh, wir haben schon alle Pflanzen. Das heißt, wir brauchen nur noch die Tiere. In Anführungsstrichen nur noch. Okay. Ich bräuchte mehr Tiere. Wäre ganz angenehm. Die gehören schon gar nicht mehr zur Spezies. Also wie soll ich sagen? Zu Kreaturen, die hier leben. Die Bewohner der Städte. Da ist noch was. Da sind auch noch ein paar Kreaturen. Mhm. Aha, aha, aha.
Ich sehe gerade nichts. Aber wie gesagt, ich darf halt nicht zu schnell hier lang fliegen, sonst spawnen die nicht neu nach. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, die kennen wir schon. Die wurden auch gescannt. Ja, jetzt ist natürlich so eine Sucherei, ne? Von Viechern, die wir noch nicht kennen. Aber ich denke, so nah bei den Städten werden sowieso keine Tiere sein, oder? Würde mich zumindest wundern. Man muss hier wirklich genau alles abtasten. Das ist ganz wichtig. Ganz langsam immer rüberfliegen. Und genau suchen, wo noch was sein könnte. Da kennen wir auch schon. Das ist das Schlimme. Manche Tiere sind hier echt inflationär untergebracht. Die kennen wir noch nicht. Die auch nicht. Oder doch? Das sind die gleichen, ne? Die gleichen Boys sind das. Nicht dieselben, aber die gleichen. Die kennen wir auch schon. Okay. Tja. Wo sind noch ein paar Tiere hier? Ein paar Tiere schon. Den kannten wir auch noch nicht. Wir brauchen noch drei Tierarten. Das ging jetzt relativ schnell, muss ich sogar sagen. Dafür, dass es natürlich viele Tiere sind, die wir hier... Oder viele Objekte, die wir finden müssen. Ah, neue Kreatur. Nur noch zwei Viecher. Zwei Pflanzenfresser, um genau zu sein. Zum Glück haben wir hier unendlich Zeit, sonst würde ich ja komplett austicken. Okay. Ich bin jetzt auch wesentlich entspannter, einfach aus dem Grund, dass es aus drei Terrascore-Stufen so viele Sachen sind, die wir scannen müssen, dass es irgendwie logisch ist, dass es lange dauert. Kennen wir auch schon. Kennen wir alle schon. Ich glaube, ich hätte schon längst den Überblick verloren. Also ich habe schon den Überblick verloren, vielmehr. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Doch, also manchmal dauert es wirklich lange, bis es neu gescannt wird. Oder neu sich alles hier aufspawnt. Ist leider nur eine Pflanze. Vielleicht sehe ich es auch immer zu spät, aber die spawnen halt nicht immer direkt. Die haben wir auch schon, ne? Ja. Ah, die haben wir neu. Nur noch ein einziges Tier. Just one more animal. Und dann haben wir alles gescannt. Die sind ja auch gerne mal nebeneinander. Die verschiedenen Spezies. Oh ja, super. Feindliche UFOs greifen an. Geht's denn noch asozialer? Bin ich noch gerade schön am Scannen. Wurden auch schon gescannt. Wir kennen die hier alle schon. Das ist das Problem. Gar nicht gut. Da hinten war, glaube ich, gerade was. Na, die kennen wir auch schon. Es ist nur noch ein einziges Tier, was zu scannen gilt. Ich fliege mal ein bisschen gerade über den Planeten. Nicht schnell, aber gerade. Vielleicht fühlen sie sich dann ja einigermaßen genötigt, irgendwann mal aufzutauchen. Ah, die hatten wir auch schon.
Vor allem wird unser Heimatplanet gerade angegriffen, was ich überhaupt nicht gut finde, aber was dagegen tun, können wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ich wollte mich gerade freuen. Die hatte ich nicht im Kopf. Vor allem können wir gar nicht zurück gerade. Das ist ja das Problem. Wir sind ja gerade voll weit draußen. Kennen wir auch schon. Verdammt! Hier muss doch noch irgendwo ein Viech sein. Nicht so ganz, ne? Ganz komisch, also diese Scan-Missionen sind echt nicht nur langweilig, sondern auch irgendwie ein bisschen doof. Weil ich meine, wir haben jetzt alles irgendwie 5 oder 6 Mal gescannt, nur halt nicht dieses eine Viech. Manchmal geht sowas richtig schnell. Wenn das so ein Terrascore 1 Planet ist und man ein bisschen Glück hat, kann das richtig, richtig schnell von der Hand gehen, aber manchmal hat man einfach Pech. Ich glaube, ich überlege auch manchmal, ob die im Wasser leben, aber ich glaube, das geht gar nicht. Die können wir ja gar nicht scannen. Oder doch? Das ist die Murmelkreatur. Ach, Freunde, ich will es euch auch noch nicht antun, so dass ihr so lange da zugucken müsst, aber es gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Gewissermaßen gehört es ja auch dazu. Aber ich kann ja auch wirklich nichts dagegen tun. Ich meine, es ist ja nun mal offensichtlich die Spawnrate so schlecht hier. Von diesem einen Wesen. Welches auch immer es ist. Toll, wir haben neue Gebäude jetzt, aber sehr komisch. Die sind das auch nicht. Die haben wir auch schon 50.000 Mal gescannt. Mann. Also das ist echt frustrierend gerade. Zumal die halt auch echt spät spawnen einfach. Zum einen muss man richtig nah an der Planetenoberfläche sein, zum anderen muss man dann erstmal Jahre warten, bis sie sich mal erheben aus ihrem Staub. Okay, sag, Alter, ich habe hier praktisch den ganzen Part gescannt. Das tut mir ja auch leid, ich möchte das ja auch nicht, aber ich meine, es ist nur noch ein Tier. Das muss hier doch wohl irgendwo sein. Oh. Auch nicht. Auch nicht. Weißt du, es laufen uns alle so richtig ekelig vor die Flinte. Nur nicht dieses ekelhafte Tier. Wo auch immer es ist. Oder wie es aussieht. Ja gut, und sonst so? Geht's euch gut? Schön, mir nicht. Ach Mann. Mir ist mein Fuß gerade eingeschlafen, weil ich den so gedankenverloren einfach auf meinen anderen Fuß, auf mein anderes Bein draufgelegt habe.
Und dabei ist es eingeschlafen. Das tut gerade... Ja! Wahoo! Okay, Freunde, als kleine Entschädigung... Alter, mein Fuß. Ah, ich spüre den gerade nicht mehr. Oh Gott. Ah, ah, bitte, komm wieder Blut rein. Oh. Meine Herren. Das war gerade... Oh, jetzt geht's wieder. Gut. Als kleine Entschädigung machen wir natürlich ein bisschen länger. Was gibt's jetzt? Danke für die... dank dir... Kannst du mal aufhören? Danke für die Ausnahme zusätzlichen Ablastungsdaten, da die sehr selten untersuchen, kannst du uns den Vorbrat davon bringen. Ja. Warum mache ich das denn eigentlich? Ein Explosiv wollen sie haben. Das sind bestimmt genau die Viecher, die wir die ganze Zeit nicht gesehen haben. Oh, Alter. Ah, mein Bein. Why? Okay. Okay, das ist eine kleine Pflanze. Das ist es die? Das könnte die sein. Okay, ist es nicht. Sieht auch eher braun aus. Die hier könnte es sein. Jep, das war sie. Oh, mein Bein. Ah, kennt ihr das, wenn ihr... Oh, wenn es einschläft und ihr das dann bewegen wollt und dann zieht das durch das ganze Bein durch. Ha, mitten in der Aufnahme ist das herrlich. Ha, oh Gott. Oh. Gut, dass ich keine Facecam oder sowas habe. Gut, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ja, super. Ja, so klinge ich auch gerade, glaube ich. Ich würde mich gerne aufladen, vielen Dank. Hättet ihr Interesse an einer Handelsroute? Guten Tag, berühmte Statistische. Der einzige logische Schritt ist abzulehnen. Schade. Okay, wir fliegen dann weiter. Machen wir heute mal noch 3 Minuten länger, ne? Ganz entspannt. Ah, wir mussten ja sowieso in die Richtung. Hab ich vergessen. Ist ja okay. Müsst ihr nicht gleich ausrasten hier. Ist ja gut. So. Unser Planet wurde angegriffen. Wir fliegen hier mit halber Energie durch die Galaxis. Wer ist das? Neutral. Ah, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Mit neutralen Planeten will ich nichts zu tun haben. Woo! Komm ich da nicht ran? Ah, ich komme hier nicht weiter. Das ist doof. Gucken wir uns noch ein bisschen die Planeten an. Vielleicht finden wir einen guten. Beziehungsweise die Sternsysteme, Entschuldigung. Ich werde niemanden auf den Fuß treten hier. Hm. Not really, I guess. Aber wo können wir denn lang? Ich meine, hier können wir nicht rüber. Wir könnten theoretisch... Wir brauchen einen größeren Antrieb. Das ist, glaube ich, schlauer. Dass wir uns erstmal einen größeren Antrieb kaufen und dann weiterschauen. Aber da müssen wir natürlich auch wieder Plaketten kriegen. Da müsste ich mich vielleicht auch mal informieren, welche Voraussetzungen die haben. Unser Heimat... Ah, hier ist unser Heimatplanet. Wir sind sogar fast vorbeigefahren. Ein grünes Gewürz. Auf einem schon fast... Ich glaube, der sieht sogar gut aus, der Terrascore-Planet, oder? Terrascore 1 hat der einfach. Mit einem grünen Gewürz. Ich würde mal sagen, nehmen wir den doch mal. Dann war es gar nicht mal so... Oh, aber warte mal. Die brauchen Fleischfresser. Haben wir noch einen Fleischfresser übrig? Ne, wir machen Pflanzenfresser. Okay, dann wollen wir erstmal die Kolonie absetzen. Wo denn am besten? Ich glaube, wenn wir hier... Hier ist nicht schlecht. Boah, geht besser. Also 2 brauchen wir ja mindestens, am liebsten 3. Habe ich mindestens gesagt? Ja, doch mindestens ist ja okay. Mindestens darf man ja sagen. Zumindestens ist ja falsch. Hier wäre so ein 3er-Pack, aber da kriegen wir auch nicht alle. Schade. Weil ich glaube, mehr kriegen wir sowieso nicht als 2. Legen wir ihn also voll auf die Insel drauf. Boom. Okay, Friends, geht's euch gut da unten? Ich hoffe doch. So. Hallo. Okay, dann wollen wir nochmal... Whoop. Wir suchen dann noch immer kurz einen wertenfreundlichen... ja. Wie heißt es? Mir kommt es gerade nicht in den Sinn. Einen Fleischfresser brauchen wir. Genau, so ist das.
müssen wir natürlich wieder scannen. Scannen ist sowieso die Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel, ne? Oh, das ist sogar ein Fleischfresser direkt. Take it all on me. Take it all with me. Sehr gut. Guck mal, machen wir heute ein... Oh, hier gibt's was Neues. Ein riesen Überlänge-Part. Ich glaube, da kann sich auch keiner beschweren. Da kann sich doch keiner beschweren. Ach, guck mal, ein seltenes Artefakt. Zack. Nice. Sehr, sehr gut. Dann fliegen wir wieder schön raus und wieder rüber. Und dann ist alles gut. Und zwar hierhin. Alter, dieser lange Weg bis zu unserem Sternsystem. Na gut. Hallo, Friends. Guten Tag. Ja, Planetenauswahl ist natürlich die Frutti. Na, das lassen wir mal. Ich glaube, den können wir ein bisschen besser verkaufen als 45.000. So, dann legen wir natürlich unseren Allesfresser hier hin. Okay. Ökosystem ist fertiggestellt. Und sie können natürlich jetzt anbauen. Das heißt, wir fliegen mal zu denen rüber und legen noch ein paar neue Sachen an. Dann können wir auch den Part gerne beenden. So. Wie immer das Gleiche. So. Einen doppelten Espresso natürlich. Zack. So. Und Unterhaltungsgebäude brauchen wir natürlich auch. So. Und Fabriken brauchen wir natürlich auch. Und zwar die gute Knack und Bruck Industries. So. Sehr, sehr gut. Dann stellen wir das noch schön auf. Weil wenn wir das Haus hier hinstellen. Die Fabrik. Nee. So, und der geht dahin und der geht dahin. Das ist doch gut. Wir könnten eigentlich noch eine Fabrik hier hinstellen. Und noch ein Haus. Noch ein Haus und dann noch eine Fabrik. Nicht zwei Fabriken, Entschuldigung. Haus. Aber wir können das nicht mal so doppelt anstellen, ne? Okay, dann legen wir hier noch eine Fabrik hin und noch ein Unterhaltungsgebäude dahin. Okay. Dann sind die auch zufrieden. Oh. Kolonist 2 Plakette. Minibombe, Impuls, Autoblast und mittlere Gesundheit. Kann ich mich nicht beschweren. Okay, Friends. Whoop. Können wir noch was kaufen bei dir? Minibombe. Eine schwache Bombe, die Fahrzeuge und Gebäude beschädigen kann. Nicht schlecht. Ich würde einfach mal ganz stark behaupten, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.